So, das soll nur ein kleines Infovideo sein für euch, nämlich ihr seht schon, in 17 Minuten beginnt das Laser & Trace Super Knockback Turnier. Was ihr da gewinnen könnt, ganz simpel, genau diesen Skin heben. Aber wie viele Punkte ihr braucht, kann man natürlich nicht wissen, weil es muss halt erst das Turnier gespielt werden. Und es geht halt nach Platzierung. Ich habe jetzt auch hier eben schon mal die Seite von Epic Games selber besucht. Aber da steht im Prinzip genau dasselbe wie jetzt. Aber ihr wisst selber aus anderen Turnieren, es ist inzwischen so verdammt schwer, irgendwelche Skins abzustauben, die man sich erspielen kann. Auch wenn es natürlich hier ziemlich viele Punkte gibt, aber eine genaue Prozentzahl diesmal ist wieder nicht angegeben. Zumindest habe ich nichts gefunden. Solltet ihr genauere Informationen haben, gerne in die Kommentare reinschreiben. Aber wie gesagt, das Turnier beginnt um 18 Uhr, geht bis 21 Uhr und ihr habt halt insgesamt 3 Stunden Zeit, um bis zu 10 Matches zu machen. Also 10 Runden könnt ihr definitiv spielen und dann habt ihr halt eure Punkte gesammelt und dann müsst ihr halt warten, ob ihr was bekommt oder nicht. Also ich habe jetzt wirklich 10 Minuten rumgeguckt, habe keine näheren Informationen gesehen, aber ich denke mal, das wird wieder, keine Ahnung, Top 10% sein. Also im Prinzip ist der Skin wieder geschenkt für die Top-Elite. Aber ich wünsche euch natürlich viel Glück. Dann, ihr seht oben in der Leiste, Test hat 3 Siege, Test hat 2 Siege, Test hat 1 Sieg. Das hat damit zu tun, dass wir die Custom Games jetzt machen. Ab 10 Teilnehmern habt ihr halt die Chance, dann quasi euch da oben zu verewigen, wenn ihr halt zu den Top 3 gehört insgesamt. Also natürlich, wenn 5 Leute nur dabei sind, dann gehe ich nicht hin und mache, ja, der hat gewonnen. So wirklich 10 Teilnehmer ist halt Mindestanzahl und dann werden wir das nach und nach halt eintragen. Das warte ich jetzt so vor, so als Monatsleistung und dann gucken wir einfach mal, wer da oben ist. Vielleicht gibt es auch noch eine kleine Belohnung raus, einfach mal gucken. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr da auch vorbeiguckt, entweder halt hier auf YouTube oder auf Twitch, weil inzwischen streame ich halt auf beiden Plattformen, aber habt bestimmt der ein oder andere auch schon mitbekommen. Ich will euch aber jetzt nicht zu lange ablenken, also euch viel Spaß bei dem Turnier, wer natürlich bei den Custom Games dabei ist, würde mich natürlich freuen, weil ihr wisst ja, es wird schwer. Also hier einen Skin zu gewinnen inzwischen ist nicht mehr so leicht wie vor 1-2 Jahren, aber natürlich euch trotzdem viel Glück und in dem Sinne, haut rein.